Hallo und herzlich willkommen zu Folge 290 von Legend of Azul. Wir sind momentan hier auf der Insel der Korsaren, auf der Kleinen. Und wir haben den Tipp erhalten, Febre sei im Dschungel, er möchte alleine sein. Das heißt, wir waren in der letzten Folge im Korsarenlager und haben da nur von Sylan erfahren dürfen, ja, der ist gar nicht hier. Sondern er ist irgendwo hier im Dickicht. Vielleicht ja bei unserem Goblin-Kumpel, wer weiß. Auf jeden Fall ist jetzt Ende Gelände. Mole Rat, fettes Exemplar. Weg damit. Und es kann sein, dass ich jetzt zu selbstbewusst sein könnte. Aufgrund der letztlich geschnetzelten Orks. Insofern, hoffentlich bin ich nicht zu sicher. Hier scheint er irgendwo zu sein. Vielleicht ist er tatsächlich in der Höhle bei unserem Goblin-Kumpel. Könnte sein, könnte sein. Hier war irgendwo eine Pflanze. Da. Blauflieder. Nee, Feuerkraut. War kein Blauflieder, Entschuldigung. Groben Fehler gemacht. Fahrlässig, ich weiß. So, wo ist Febre jetzt? Der müsste doch irgendwo. Ja, viel mehr gibt es hier nicht. Wir waren ja auch normalerweise überall Gegner. Also die Höhle macht schon am meisten Sinn. Oder hier, er ist hier vielleicht am Ende. Aber das hier ist ja kein Ende in dem Sinne. Da geht es einfach nur runter. Dann muss er wohl tatsächlich in der Höhle sein. Oder ich bin blind oder der krabbelt irgendwo auf dem Baum rum. Naja, okay, gut, dann ab in die Höhle. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob es sein... Es könnte auch sein, dass wir tatsächlich mal irgendein Gespräch mit dem Goblin hatten. Der da irgendwie darauf hinwies und ich hatte es halt damals noch gar nicht geschnallt. Oder ich verwechsel gerade irgendwas oder bild mir was ein. Ah, ne. Da ist er. Beste Grüße von Said soll ich dir ausrichten, Febre. Deine Tage als schlechter Asuns sind nun Vergangenheit. Im Namen all der Aufrichtigen, die vor dir gehen mussten, ist es Zeit für Gerechtigkeit zu sorgen. Ein Auftragsmörder tötet einen anderen, wie mir scheint. Grausame Ironie ist das. Du sprichst noch von Grausamkeiten, wo doch Dutzende Männer unter deiner Hand starben? Das Leben ist grausam. Jeder weiß es und kann es doch nicht leugnen. Das habe ich mir immer nur verdeutlicht. Leben oder sterben lassen, die Schmerzen kommen und gehen. Said ist da anderer Meinung. Er will deinen Kopf. Ob er dabei an Gerechtigkeit oder Reichtümer denkt, die sein noch so kurzes Leben aufwerten sollen? Seines ist bereits vorbei. Ich gewinne nichts, wenn ich hier und heute sterbe. Ein letzter Auftrag steht mir noch bevor. Dann ist mein Ziel erreicht. Leute wie du gehören in die Ehrenanstalt oder gleich erschossen. Was immer dein Plan war, Febre, er wird mit dir sterben. Hier und jetzt. Du bist auf Blut aus? Genau wie ich. Aber zuletzt ist der bessere Mann nicht der Beste. Bringen wir es also zu Ende. Jetzt bist du dran. Also der haut uns jetzt um, gerade wegen dem Gift. Aber ich war jetzt auch nicht ganz so vorbereitet, wie ich mir es eingestanden hatte. Hab mich direkt treffen lassen. Also auf jeden Fall schöne Rede, kurzes Gespräch. Gefällt mir ziemlich gut, aber ich hatte weniger Leben. Und hab mich direkt zwei, dreimal treffen lassen. Das war doof von meiner Seite. Ein grober Fehler. Also er ist auf jeden Fall alles andere als schwach. Aber wir bräuchten mit unserem Schwert und unserer Stärke 3-4 Schläge auf den Hinterkopf und dann war's das. Dann ist der Brei. Also ich würde uns eigentlich ziemlich gute Chancen einrechnen, zusprechen. Ich darf mich halt nur nicht direkt treffen lassen. Schwert schon mal gezückt. Kommt da gleich hinter dem Baum hervor. Beste Grüße von Said soll ich dir ausrichten, Febre. Deine...
Interessanterweise redet er was von dem letzten Auftrag, den er aber nicht ausführen kann. Also es gibt hier keine Alternativmöglichkeit und das war's. Drei Schläge. Grobes Langschwert, kopfgeliger Armbrust. Oh, okay. Ein paar Bolzen, Geschicklichkeitstrank, okay, Geschicklichkeitstränke, ein paar Äpfel, Geschicklichkeitsring. Der letzte Auftrag eines berüchtigten Kopfgeldjägers. Sein Kopf und noch 7 Goldbrocken. Das war's mit dem Monster. Und wir können vielleicht sogar seinen Auftrag ausführen. Das müssen wir ganz kurz erstmal anschauen und das lesen. Aber zuerst mal ganz kurz hier oben. Wir haben eine neue Armbrust. Und tatsächlich noch ein paar. Also der Geschicklichkeitstrank ist nicht schlecht. Kann man mitnehmen. Kann man tatsächlich mitnehmen. So, wo ist denn jetzt der ganze Ramsch hier? Steckbrief? Nee. Kraklik-Schrift? Da. Dieser Auftrag soll nun dein letzter sein. Imperator Janus hat Kemara schon zu lange geführt. Das wird bald ein Ende haben. Töte ihn für mich. Nur ihn. Danach ist unsere Schuld beglichen. Wer sein Erbe antritt, ist mir gleich. Wir werden derweil auf der Insel unseren großen Plan durchführen. Sobald die Orks hier also wieder aufmarschieren, musst du von Asun verschwunden sein. Nichts wird mehr sein, wie es war. Wir erreichen einen Punkt, an welchem wir die Welt aus den Angeln heben werden. Und da ist es auch schon. Die Ork-Invasion, die ich früher oder später irgendwie schon vorhergesehen hatte. In der Tat ein hartes Stück Arbeit. Es wundert mich nicht, dass sich an ihm schon etliche Männer die Zähne ausgebissen haben. Jetzt muss ich mit den Beweisen zurück zu Said. Man muss quasi diesen Zettel lesen, damit die Quest auch beendet wird. Also damit ist die Quest beendet. Und die andere Quest wird wahrscheinlich beendet sein, wenn wir das mit Said klären. Wie gesagt, die Orks werden wieder aufmarschieren. Also ein paar Leute sind da tatsächlich schon im Bilde, was passieren kann oder wird. Alle natürlich wie immer nicht. Die meisten wissen nichts. Aber anscheinend ist da schon so ein bisschen was klar. Zumindest den Banditen. Ach, als ob ich jetzt genug, also nicht genug Mana habe. Das gibt's doch nicht. Ist da was? Guck mal hier. Ganzen Tränke hier. Zack, fetzen wir mal einen rein. Nun gut, das hieße dann, das ist auch wieder bald Abend. Das ist am nächsten Morgen, erledigen wir noch den Kram bei Karl. Und ich hoffe, dass wir dann auch bestmöglich alle Nebenquests abgeklappert haben, weil Kapitel 4 geht's wahrscheinlich rund. Ich darf davor nicht vergessen, nochmal in die Goldmine zu gehen. Denn das sollte ich noch vor Kapitel 4 machen. Sprich nochmal die Crawler-Zangen-Eintöpfe, Entschuldigung. Für 10 Stück erhalten wir da quasi nochmal einen Stärkepunkt und wir haben zurzeit 25 dabei, also können wir nochmal 2 Tränke. Tränke sage ich schon, 2 mal Eintopf uns herstellen lassen. Und das sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich glaube, 2 Stärkepunkte, also jeweils ein Stärkepunkt und noch ein bisschen Leben oder so bringt es, glaube ich. Ne, und im geschenkten Gaul nehmen wir mit. So, Meister ist erledigt. Mann, Klacks. Die Arbeit ist getan. Febre ist tot. Hier. Sehr gut, mein Bester. Du hast mich beeindruckt. Dennoch frage ich mich, warum ein gemeiner Vagabund das alles auf sich nimmt. Ich konnte mich gut vorbereiten. Wenn die Bezahlung stimmt, ist es ein Risiko wert. Das ist meine Sache. Wenn ich die Bezahlung für angemessen halte, ist es durchaus ein Risiko wert. Solltest du deswegen nicht viel mehr froh sein? Nun gut. Aber meinst du, dass ein gewöhnlicher Bandit diese Tat hätte vollbringen können? Ich kann Menschen einschätzen und kenne meine Leute gut genug, dass ich weiß, wozu sie imstande wären und wozu nicht. Ich bin noch nicht lange hier im Lager, weshalb wir uns offenbar noch nicht gut genug kennen. Allerdings wäre ich auch überhaupt nicht erst von dir beauftragt worden, hättest du mir gar keinen Erfolg zugetraut. Ein weiterer bekannter Fehlschlag wäre deinem Ruf schließlich auch nicht gerade zuträglich gewesen. Naja, es ist doch einerlei, wie du es hinbekommen hast. Mich interessiert eher, wer du bist und für wen du wirklich arbeitest. Im freien Lager bist du übrigens auch als Kämpfer bekannt.
Ich gehörte mal zu ihnen, aber das ist nun Vergangenheit. Deren Belange interessieren mich nicht mehr. Ich sage nur, dass ich es nicht gerne sehe, wenn Leute mit deinen Fertigkeiten sie gegen mich einzusetzen versuchen. In welcher Form auch immer. Ich hoffe, das ist dir klar. Sicher. Was ist jetzt mit deinem Teil der Abmachung? Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Ich werde dir sagen, was ich kann. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben Magier von außerhalb über unsere Mittelsmänner Kontakt zu mir persönlich aufgenommen. Sie waren nicht von hier? Nein, waren sie nicht. Und jetzt lass mich wenigstens ausreden. Sie wollten, dass etwas gestohlen wird, was von hier auf Asun mit einem Konvoi zum Kloster gebracht werden sollte. Es sollte irgendein altes Buch sein, was ihnen ausgehändigt werden sollte. Den übrigen Anteil an der Beute sollten wir selbst erhalten, der sich jedoch nur bedingt als wertvoll herausgestellt hat. Dafür ließen sie uns immerhin wissen, wann wir wo genau zuschlagen müssten. Der eigentliche Überfall hingegen war wohl dadurch fast schon zu einfach. Magier von außerhalb ist gut. Ich will Namen und Aufenthaltsort. Wo sie jetzt sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit dem Buch noch immer irgendwo auf der Insel, so wie es sich im Nachhinein angehört hat. Keine Ahnung, was sie damit überhaupt wollen. Adrion und Margus, das waren ihre Namen. Der jüngere der zwei hat zum Dank dafür sogar noch unseren Teleporter vor dem Lager etwas modifiziert und verbessert. Und du scheinst mir die beiden zu kennen. Das ist tatsächlich interessant. Ich bin nur überrascht. Sie waren die Leiter der Expedition in den Sumpf, die dieses Buch überhaupt erst beschafft hat. Zahlreiche Menschen sind dafür gestorben und noch mehr Leben, abgesehen von meinem eigenen, wurden aufs Spiel gesetzt, damit sie sich am Ende selbst bestehlen lassen. Das ergibt doch keinen Sinn. Du hast deine Informationen und ich kann dir dessen Wahrheit garantieren. Finde dich damit ab oder lass es bleiben. Wie dem auch sei, ich danke dir für deine Auskünfte. Ich denke, wir sind hier fürs Erste miteinander fertig. Ja, du willst dich wahrscheinlich jetzt zurückziehen und du hast es verdient. Aber ich würde gerne wieder auf dich zurückkommen. Sicher hören wir bald wieder voneinander und die Zeit bis zur nächsten Begegnung ist nicht lang. Auf gute Geschäfte. Was stand da eben auf Messers Schneide? Was haben wir denn da jetzt genau bekommen? Also diese Nachricht birgt Sprengstoff in sich. Margus und Adrion haben die Banditen damit beauftragt, das Buch aus dem Sumpf für sie zu stehlen. Und sind wahrscheinlich noch im Kloster. Karador muss davon unverzüglich erfahren. Ich sollte den Brief, den ich bei Febre gefunden habe, mitbringen. Also die beiden wissen anscheinend mehr als gedacht. Und nehmen quasi das ganze Chaos in Kauf. Und die beiden stecken dahinter. Wurden wir die ganze Zeit hinters Licht geführt? Ich will gerade schauen, was es mit diesem auf Messers Schneide auf sich hatte. Es ist keine Quest. Oder hätte man irgendwie nicht zu viel falsch sagen dürfen bei dem guten Said? Ich werde es gleich mal probieren. Das ist übrigens ein sehr gutes Schwert, wenn man auf Geschicklichkeit geht. Das von Febre. Febres Killer-Instrument. Vergiftet den Gegner. 150 Schaden, 100 Geschicklichkeit braucht man dafür. Und Nummer 10 Einhandbonus ist eine wirklich sehr gute Waffe. Kann man nichts sagen. Das heißt, jetzt Hauptquest technisch wieder zurück ins gute alte Kloster. Aber davor will ich kurz mal neu laden und den Dialog vielleicht mal ein bisschen anders gestalten. Vielleicht kann man es irgendwie wirklich verscheißen und der killt uns dann. Und ich hatte quasi jetzt beim letzten, quasi so eine letzte Vorwarnung. Deswegen stand da kurz auf Messers Schneide. Das würde ich nur gerne mal kurz testen. Ja, vielleicht darf man dem nicht zu viel verraten. Oder nicht das Falsche verraten. Oder das Richtige. Oder also ihr wisst, was ich meine. Deswegen will ich nur ganz kurz... Ich weiß auch gar nicht, was ich als Belohnung bekommen habe. Ein bisschen EP und halt die Information, aber auf der anderen Seite viel mehr war ja auch nicht abgemacht, ne? Also wir haben Februar erledigt. Ich habe mich daher, hoffe ich, dass du in dieser Sache... Nun gut. Aber meinst du, ich kann... So, gucken wir mal hier. Ich bin noch allerdings ein Wein... Naja, mich interessiert. Ist das ein. Wir tun doch alle. Ich sage nur, dass ich es nicht gerne sehe. Ich hoffe. Sicher. Also, vor gar nicht. Sie war. Nein, sie wollte den Übrigen dafür. Der eigene. Magier von aus. Wo sie jetzt. Nein,
Die Namen sagen mir gar nichts. Aber ich werde versuchen, sie im Kloster zu finden. Möglicherweise haben sie, wie dem auch sei. Ich denke, wir sind hier. Ja. Sicher hört? Auf. Okay, ich glaube, haben wir das letzte Mal auch 1000 DP bekommen? Also das erste Mal. Oder nur 500, ich weiß es gar nicht. Es stand wieder am Ende auf Messers Schneide dabei und ich habe keine Ahnung, was mir diese Nachricht genau sagen soll. Vielleicht habe ich jetzt wieder... Ich probiere jetzt nicht alle Möglichkeiten durch. Da sitzen dann in den 20 Wolken noch da. Also so lange auch wieder nicht, aber trotzdem, das werde ich jetzt nicht machen. Auf jeden Fall kann man den Dialog ein bisschen gestalten. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch ein bisschen verscheißen kann. Also im Sinne von, dass Said misstrauisch wird und einen dann vielleicht irgendwie angreift oder so. Hey du. Könnte ich mir vorstellen. Können wir ganz vergessen. Ich glaube, wir könnten jetzt eine dicke Rüstung bei Rachel kaufen. Und ich will die mal auch ganz kurz... Ich habe ja gesagt, die dicke will ich mir holen. Die dicke Rüstung. Und deswegen will ich mal ganz kurz schauen. Die müssen wir doch jetzt holen können. Also wäre ja gelacht, wenn nicht. Hier, viel Spaß damit. Jetzt haben wir auch eine schwere Greifenrüstung. So etwas nicht machen. Mal kurz schauen, wie gut die ist. Die behalte ich auch. 4.500, mein Gott. Die ist... Na, es geht. Die ist anderweitig besser. Gegen Magie und Feuer ist sie besser. Waffen und Geschosse ein bisschen schlechter. Ich behalte sie. Das ist mir jetzt das Geld wert. Wir haben immer noch 12.000 Rupere und einen Haufen Kram zum Verkaufen. Notfalls machen wir da gar keine Sorgen. Hey, du. Man wird sich nie entkommen. Ich frage mich nur... Ich habe den Trank zu mir genommen. Und? Wie fühlst du dich? Kräftiger. Ich fühle mich, als könnte ich einen Schattenläufer erlegen. Mit bloßen Händen. Interessant. Das ja, ist der Trank Neues. Erfüllt seinen angestrebten Zweck. Kann ich noch etwas von dem Trank haben? Oh nein, du hast eigentlich schon zwei davon Einige getrunken. Probleme erledigt. Mehr darf ich dir nicht verabreichen. Das hätte unangenehme Folgen. Glaub mir. Okay, ansonsten haben wir allerdings hier auch keine Möglichkeit, mit dem noch irgendwas zu klären. Er ist ja quasi am Leben geblieben in unserem Endszenario, für das wir uns entschieden hatten. Da haben wir noch eine schwere Greifenrüstung für so als Andenken an die nette Zeit hier bei den Banditen. Und jetzt schlafen wir eine Runde und gehen erstmal in die Stadt und erledigen den Holzkram. Und dann werden wir mal zu Karador marschieren müssen. Denn da bahnt sich ja doch was Interessantes an. Weiß nicht, hätten das Adrian und Margus ein bisschen besser hinkriegen können. Der Punkt ist, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass da vielleicht mit dem einen oder anderen von den beiden das stimmt, vielleicht auch Karador. Also einer von den dreien hätte ich mir vorstellen können, dass einer von den dreien uns hintergehen wird. In irgendeiner Weise. Aber dass sie den ganzen Überfall inszeniert haben... Also die zwei, also Adrian und Margus, damit habe ich so nicht gerechnet. Also ich dachte vielleicht, dass einer von den dreien vielleicht irgendwie verrückt wird und dann halt irgendwie in dem Sinne uns verrät, aber na, so ist es halt. Ey, was ist denn hier jetzt? Nichts Neues, oder wenn ich jetzt nochmal zurück muss zu den Clowns, dann laufe ich amok. Wenn das Holz da ist, der hölzerne Liga sollte am nächsten Tag fertig sein. Ich teleportiere mich jetzt nochmal zu Karl. Und ich weiß, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es das jetzt damit auch nicht geklärt sein wird. Wenn ich jetzt hier keine neuen Informationen erhalte oder die Quest nicht beendet sein wird, dann werde ich sauer. Dann müssen wir wirklich zurück zu Triss. Ich kotze im Strahl. Jetzt im Ernst? Wirklich? Naja, die Folge ist so gut wie rum. Heißt, ich werde in der nächsten Folge zu Triss runter und dann wahrscheinlich nochmal zu Joachim oder so oder was auch immer. Ich kann das nicht mehr hören. Ups, das wollte ich gar nicht. Habe wieder T gedrückt. Sollte man nicht immer überall unbedingt machen. Ich kann nochmal ganz kurz weil das gerade ein bisschen Weg ist. Der ganze Informationskram. Also heißt, wir werden uns in die Stadt teleportieren. Ich werde dann gucken, dass ich dann offscreen kurz runterlaufe. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir bei Triss und Co. wieder starten. Und dann hoffentlich diese Quest beenden können. Sonst platzt einem ja noch der Kragen hier. Das gibt's ja gar nicht. Aber jetzt wäre das soweit geklärt. Banditenlager dürften wir alles erledigt haben.
Zumindest hätte ich es jetzt so auf den ersten Blick gesagt, dass es hier alles, dass alles erledigt wurde. Wir haben ja nochmal einen kurzen Überblick über die Banditenlager-Quests, die ich gemacht habe. Sind zwar irgendwie auch nicht alle, aber so ein paar. Und die beiden Kapitel 3-Quests, also zumindest die beiden sind jetzt schon mal durch. Wir haben jetzt quasi nur noch die, die wahrscheinlich damit enden wird, dass wir zu Karador gehen. Und der schickt uns dann wahrscheinlich eiligst zum Fürsten. Und wann wir das mit dem Nest ausheben machen, ist eigentlich auch eine gute Frage. Das könnte man vielleicht sogar machen. Wenn wir ganz kurz nur mal kurz einen Argos aufsuchen. Vielleicht können wir da schon dann Randale betreiben. Im Banditenlager, das würde ich nämlich auch gerne machen, bevor wir dann, bevor die Ork-Invasion startet oder sonst was. Mal ganz kurz hier zum Chef. Und da können wir noch nichts starten. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich über die Hauptquest oder über irgendeine Hauptquest früher oder später dann funktionieren. Ich habe auch schon gelesen, dass man die Quest früher oder später sowieso erhalten wird. Also heißt, wir werden in der nächsten Folge uns nochmal um den Holzgraben kümmern vom Karl. Und wenn es erledigt ist, gehen wir zu Karador und dann wartet die Hauptquest. Ich hoffe, ich kriege allerdings noch das Rezept für Merlot zusammen. Aber so langsam müssen wir wirklich ein bisschen mal abschließen. Wenn dann wirklich was passiert und die Welt ändert sich ein bisschen. Sprich, da werden ein paar NPCs ausgetauscht, ja. Einige werden sterben, dann sind überall Orks da. Kann sein, dass auch ein paar Questgeber erwischt werden. Deswegen, das mit der Goldmine müssen wir noch erledigen vor Kapitelwechsel. Und das mit Merlot wäre jetzt zumindest ein Wunsch von mir. Kann auch sein, dass das erst später zu erledigen ist. Das werden wir allerdings dann, wenn es soweit ist, irgendwie schon erfahren. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.